Freunde, willkommen zum 11. Türchen. Schön, dass ihr das 11. Türchen geöffnet habt. Morgen ist schon der 12., ne? Gestern war der 10. Kranke Scheiße. Erstmal hallo, ich bin Caramella. Also Kim Caramella auch genannt. Hinter der Kamera befindet sich meine wundervolle Assistentin, meine beste Freundin, meine Begleiterin des Weges, meine Köchin, meine alles in einem. Ja? Anna Karina Caramella! Come on, give me the dance. Schön, du bist auch schon bei der Stimmung. Herzlich willkommen. Oh Gott, das ist so verwirrend. Ja, ich kann dich gerade nicht richtig angucken, sonst muss ich lachen. Also, nicht mehr lang bis Weihnachten, aber was lang ist, sind diese Wimpern hier. Alter! Ja, ich dachte mir ganz ehrlich, nachdem ich im Krankenhaus gelandet bin, wegen extrem langen Fingern, ab jetzt 24 Stunden mit diesen Wimpern, schlafen, essen, trinken, alles damit, ja? Einfach das normale Leben leben. Die sind krass. Also ich frage mich, wie die halten sollen. Wenn nicht, müsstest du die einfach den ganzen Tag festhalten. Oh geil, das wird so super witzig. Und wenn es heute windig ist, wollen wir heute an die windigste Stelle Hildesheims gehen? Ja. Wir haben wirklich so die windigste Stelle, das ist heute sogar... Nee, jetzt echt? Ja. Immer wenn ich sowas Langes sehe, muss ich irgendwie an Shirin David denken, ne? Also ich feiere sie ja übertrieben. Ich liebe ihre Musik, ne? Shoutout geht raus und so, ne? Alter Schwede. Die wiegen so 20 Kilo auf deinen Augen. Oh mein Gott. Alter. Okay, wir müssen dir das jetzt erstmal dran operieren. Genau, den Müll kann man einfach mal zusammenbringen. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Hier meine Schminkecke. Setze ich auf diese flauschigen Wolke. Gleich mal Tuch. Sehr schön. Ja. Wenn ich nicht top vorbereitet bin, ne? Ich habe hier so eine abrundende Wimpern. Augenbrauen, die Pinzette. Dann hier so eine. Dann Anna und ich, ne? Wir sind ja Dings, Duo-Tänzer. Manchmal auch. Den habe ich extra geholt. Das soll der beste sein auf dem Markt, ne? Und dann hier noch eine Schere, um das Ganze anzupassen. Ich dachte gerade, wir sterben. Okay. Das ist nicht täglich am Tag. Nee. Alter. Oh Mann, schon, du willst mir Gras verkaufen, weißt du, ich verkaufe dir anderes Zeug. Alles klar, dann... Ich würde sagen, das muss mir erstmal mein Auge anpassen, ne? Der Länge meines Augenlides. Oh Gott, ich sehe nichts. Es geht gar nicht, wenn du so oft blinzelst. Okay, ich glaube, wir müssen ein Stück abschneiden, oder? Okay. Jetzt verliere ich hier schon Wimpern. Kann ich da, also wenn man da sich was von wünscht, ne? Was könnten das denn für große Wünsche sein? Mindestens 3 Privatjets und eine Villa sein, Alter. Ja gut, egal, wir kleben das jetzt einfach mal so an, ne? Wir hauen da jetzt ordentlich Kleber drauf. Es geht ja heute auch nicht ums Aussehen, sondern einfach... Ich kann es auch probieren, ob ich es hinkriege. Okay, soll ich mit Kleber drauf machen einfach mal? Mach mal mit Kleber drauf. Oh mein Gott, wenn ich mich heute Abend sehe, dann fühle ich mich so, als hätte ich gar keine Wimpern. Ja, das ist dann so extrem. Ich laufe dann ab morgen wahrscheinlich wirklich mit so aufgeklebten Wimpern rum. Halt nicht so extrem, aber halt, weißt du, um das zu kompensieren, so... Jetzt nicht wackeln, jetzt musst du auch drauf machen, jetzt musst du durchziehen. Ja, ich sag dir ehrlich, ist schwierig. Oh, Kim. Was denn? Ich bewege mich nicht. Nein, deine Kommentare. Also, apropos Kommentare, schreibt ihr auch was in die Kommentare. Was soll ich als nächstes XXL an mir machen? Wusste? Das habe ich auch gerade gedacht, sehr witzig. So eine lange Zunge wäre witzig. Ja, denkt euch auch was aus. Wenn sich so Freunde fragen, hä, warum bist du 20 Minuten zu spät? Oh mein Gott. Ich muss damit schlafen, Bruder. 24 Stunden. Wollen wir die dann mit einer Wimpernzange dann auch noch ein bisschen curlen? Oder? Ich würde, glaube ich, nicht machen. Nee, Spaß. Digga. Ach so. Wollen wir die noch ein bisschen. Ernst genommen. Lass die noch ein bisschen tuschen, oder? Also, ich weiß nicht. It's glamour rich! Können wir direkt mal ganz kurz sagen, bitte? Ich finde es irgendwie geil. Es ist schwierig, seine Augen offen zu halten. Man muss ja nicht immer die Augen offen halten, ne? Wenn man schon angekommen ist im Leben und einen festen Bestandteil, Partner hat, dann muss man ja auch nicht mehr die Augen offen halten. Miau! Du musst auch so ein bisschen in Slow Motion und irgendwie so eine Musik oder so. Heute wird nichts in mein Auge fallen. Also Wimpern sind ja eigentlich, kurz zum Faktencheck, Wimpern sind eigentlich dazu da, um den Dreck und Mikrobilben und andere Sachen, zum Beispiel fallende Dachziegel, davon abzuhalten, in dein Auge zu kommen. Ja. Ich bin so gespannt, wie die Leute gucken. Weil die denken, dass das so ernst gemeint ist. Das ist ernst gemeint. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Bestandstest. Bitch, ich hab das Juicy Money. Können wir mal ein bisschen was zu meiner Mut pumpen, oder? Was ist los hier? Aber klar. Denkst du, die Leute denken, ich meine es ernst? Ja. Ich mein's auch ernst. Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, würde ich sagen, oder? Ja. Yes! Yes! Woo! Okay, let's go. Be a hoe! Break a hoe! Yeah! Okay, okay. Laufe durch die Straße mit meinem neuen Bling Bling. Und eine ziemlich nice mach mir einen Film. Diese Girl.
Hallo Welt, hallo. Hi, wie geht's euch heute? Es ist einfach wunderschön, hier zu sein, Anna, das wollte ich dir nochmal sagen. Da kommen wir mal nicht. So, wir sind angekommen an der offiziell windigsten Stelle hier in unserer Heimatstadt Hildesheim. Wir haben übrigens 100.000 Einwohner, manchmal auch nur noch 99.000. Dann sind wir manchmal die größte Kleinstadt oder die größte Kleinstadt oder die kleinste Großstadt. Also Kim, das reicht mir irgendwie nicht mit dem Wind hier. Das finde ich doof. Das ist langweilig. Ich dachte, deine Wimpern fliegen so richtig nach hinten und können gar nicht so. Wo gibt's denn viel Wind? 2, 3. Wir befinden uns auf dem Beschleunigungsstreifen. Okay. Sag mir mal, wenn. Oh Gott, oh mein Gott! Sind wir schon bei euren Angriffen? Ich krieg keine Luft! Nein, gar nicht mehr! Ey, der Kleber, ne? Leute, stabil! Also, krieg ich das überhaupt? Oh Gott, ich sehe schon wieder. Krankenhaus. Sorry, ich habe meine Augen zugeklebt, weil ich kann die ganzen Sachen in der Welt nicht mehr sehen. Wir befinden uns in der wundervollen Einkaufsgalerie hier. Boah, die Einkaufsgalerie lebt. Da gehen wir erstmal hin, ja? Heute ist wieder richtig was los in Hildesheim, ja? Man weiß gar nicht, was so richtig abgeht. Hier ist ein Glücksrad. Das ist ja genau mein Ding, ne? Da werden wir mal gucken, ob wir Glück haben. Oh, hier gibt's tolle Gewinne, 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 ey. Wow. Was denn? Ey, sieht gut aus. Why the fuck you lying? Dankeschön. Ey, wir würden gern 5-mal drehen. 5-mal? Ja, genau. Okay. 2 Euro. Jeder 2,5 Mal. Hi. Ja. 2,5 Mal? Ja, genau. Also ich 2,5 Mal, sie 2,5 Mal. Okay, wie macht ihr das halbe Mal? Also, beide zusammen? Ja, genau. Video? Ja, genau. Ne? Ja. Ob das die Feier beauswertet? So, 2. Was brauchen wir? Wie viele Punkte brauchen wir? Am besten mehr als 10, dann könnt ihr auch. Juhu! 2. Ich nehme SpongeBob. Darf ich den Zahnbürstenhalter haben? Alle finden irgendwie die Wimpern schön. Ja, sie machen das mit mir wegen meinen Lashes. Oh mein Gott, ich glaube, sie dachten wirklich safe. Ich meine das ernst, ne? Ja, ich habe auch schon gesagt, alle Leute sagen, es sieht schön aus. Meinst du, die lügen? Ja. Die lügen alle. Die lügen sowas von. Das ist doch so asozial, oder? Ich schwöre, kann mir mal jemand sagen, dass ich scheiße aussehe, dass das gar nicht geht? Sorry, wie finden ihr meine Lashes? Nicht so gut? Nee, ne? Nein. Oh, danke. Zu lang, oder? Ja. Danke für eure ehrliche Meinung. Nee. Guck mal, man kann sich einfach zeichnen lassen. Ja, zeichnen sich jetzt. Oh, yes. The Master. Sieht doch super aus, sagen doch gerade alle immer. Sehr, sehr. Sieht einfach nur schön aus. Und das ist krass. Oh ja, das wird super krass. Ey, das wird so witzig. Ja. Soll ich mich jetzt noch ausziehen? Ja. Kim, ich glaube, du hast ein bisschen Aufmerksamkeit auf dich gezogen hier. Aber guck mal, voll beeindruckt. Alle gucken so. Wow, hat die lange Wimpern, du. Schmeißen wir auch mal die Wimpern durch den Club, ne? Oh, yeah. Ich wurde noch nie gemalt von ihnen, eine französische Künstler. Oha, cool. Das war geil, dankeschön. Ey, das sieht so krass aus. Hi. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Hier bei uns. Hier bei Germany's Next Topmodel. Ja, ich weiß, nur eine kann Germany's Next Topmodel werden, nur eine kann den Preis von 100.000 Euro mitnehmen. Kann ich jetzt wissen, ob ich ein Bild bekomme oder nicht? Wir müssen dir heute leider sagen, liebe Kim, Caroline, dass du weiter bist. Oh mein Gott, ich hab ein Foto. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, ne? Aber ich muss auch sagen, Heidi hat nicht so den Plan, ne? Sie hat gesehen, ich hatte beim Shooting ein paar Probleme wegen Wind und Lashes, aber ich habe das voll gut manövriert und so, ne? Ich brauche unbedingt hier so mal so eine Bürste, damit ich mir ein bisschen durchbürsten kann, damit ich ungefähr ein bisschen durchblicken wieder habe. Das geht Das wackelt. Oh, das wackelt. Oh, Mann, oh, Erdbeben. Okay, muss jetzt erstmal mit dem großen Teddy dahin kommen. Ey, war auch so klar, dass hier jetzt 1000 Menschen sind. Ich jetzt hier mit diesem Wimpern stehe und rein. Oh, Workout. Ich finde, es ist Zeit, um die Wimpern einmal ein bisschen zu fliegen. Ich fühle mich ein bisschen so, als wenn wir gleich Kolossos oder so eine krasse Achterbahn. Ja, ne? Hey, siehst du? Hey, na? I love you and your lashes. Soll ich dich mal abschleppen auf meinen Wimpern? Ich kann darauf einiges tragen. Ja, sehr gern. Du willst deine Maske irgendwo ablegen? Gar kein Problem. Ganz ehrlich, du kannst sie einfach überall dran machen. Ratet mal, was nicht mehr funktioniert. Mein Face ID. Ich hatte einmal kurz meine Maske unten. Es geht nicht. Es geht nicht. Mein Face wird nicht mehr erkannt. Hilfe! Wo ist meine Identität? Ihr seht leider alle die Reaktion nicht und bekommt ihn nicht mit. Aber ich sehe nur, wie Menschen mich angucken, dann richtig entsetzt gucken und so genau diesen Satz im Kopf haben mit: Hui,
Das ist aber lang. Also ich muss wirklich sagen, ich fühle mich, als würde ich nicht den Weihnachtsmarkt, sondern den Zoo besuchen, aber ich wäre die Attraktion. Alle gucken, das ist echt krass. Ja, die bleiben sogar stehen und tippen ihre Freunde an. Und ja, ne? Und sagen so, wow, ey, wow, ey. Krass, Alter. Alert, alert. Geil, Alter, Schoko-Erdbeeren. That's live. That's live? That's good life. Ah, warum denn von unten nach oben, oben, au! Ja. Ah, Anna, ich hab ein bisschen Schiss. Na, warum geht das mit anders rum? Aua! Ah, meine Erdbeeren. Oh mein Gott, ist das halt hier alles. Ach, es fühlt sich irgendwie schön an. Also die Seite hier ist ein bisschen besser durchgekämmt. Ja, wer hat auf welche Seite geklebt, Anna? Aha. Du hast die. Wollen wir die färben? Wollen wir die vorne blondieren und dann vorne pink machen? Ja. Wirklich? Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Ich glaube gar nicht. Hatte ich schon ein bisschen im Mund. Brannte Walnüsse, geil. Vielleicht will ich auch gleich einfach nach Hause, weil ich muss sagen, so viele Augen falsche auch mehr. Das reicht mir nicht. Let's go. Sieht gut aus? Ja, wer wollte nicht mit mir reden? Wir sind wieder zu Hause, es weihnachtet wundervoll. Wir haben noch keinen Tannenbaum, den wir schmücken können. Deswegen schmücken wir jetzt meine Wimper. Wir haben hier einen Anhänger. Denke? Ja. Hängt wieder eins, ne? Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum hier oben Werbung steht. Das Ganze ist natürlich eigentlich eine Produktplatzierung, das habe ich euch nicht von Anfang an gesagt. Aber ja, ich habe tatsächlich lange den Lash & Brow Booster benutzt. Und also, wie ihr sehen könnt, ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Wenn das hier kein krasses Vorher-Nachher-Ergebnis ist, dann... Ah, ihr habt ja gesehen, wie wir die aufgeklebt haben. Die sollen mit mir kooperieren. Ich habe 50 Euro für die Scheiße bezahlt. Bitte, irgendwer soll rangehen jetzt, Mann, Alter. Keiner von denen arbeitet, Mann. Ich bin jetzt gerade hier noch am Worken und ich muss wirklich sagen, es nervt ein bisschen, weil ich nicht so gut sehe und dann muss ich die ganze Zeit so machen und man merkt schon, dass dieses Gewicht ein bisschen lastet. Ich merke, wie meine Augen schwer werden, ich kann nicht so gut arbeiten, die ergreifenden Maßnahmen. Oh ja, so hat sich das schon besser. Oh ja, so fühlt sich das schon um einiges besser an. Ja, so ist es gut. Ja, oh ja. Also wirklich, so wenig eingeschränkt jetzt. Also viel, was denn? Ich fühle mich gerade ein bisschen komisch, aber ich fühle mich weniger eingeschränkt. Ob das hält? Hey, super. Na gut, jetzt kann ich mich wieder hier voll auf die Arbeit konzentrieren. Anna! Ich habe keinen Bock mehr. Warum? Weil das juckt und das tut weh und ich habe keinen Bock mehr. Aber weißt du, was man damit richtig gut machen kann? Staubwischen. Ja. Ich habe was gefunden. Was? Guck mal, hier ist so ein Ding. Hier sind so... Warte, ich mache ein bisschen mehr Staub drauf. Ja, wir verteilen das jetzt so über den Tisch. Danke für das Bröseling. Und dann soll ich das zusammenfegen? Ja, und jetzt musst du das fegen. Ich bin einfach ganz easy, ich sag dir ehrlich. Ja, das ist richtig. Guck mal, wie gut ich das ein bisschen zusammengewischt habe. Perfekter Besen. Also ich kann da, ne, wenn du noch eine Dings, Zauberstunde, Baby Blocksberg, dies, das, wir können, wohin du willst. Perfekt. Jetzt teilen du Zähneputz. Ich kann mich jetzt gar nicht abschminken. Ne, bleibt jetzt so, wie es ist. Das Ding ist, ich habe ja eigentlich noch Mascara darunter. Das ist schon scheiße. Then I say, it's time to sleep now. Also wirklich, Leute, das ist einfach unbequem. Welcher Mensch soll so schlafen? Das ist wirklich, das kann nicht zumutbar sein. Absolute Scheiße. Obwohl, eigentlich ist es auch ein bisschen witzig. Es ist vielleicht so wie so ein Traumfänger. Und dann werden da so meine Träume drin gefangen. Also wenn es gute sind. Das wäre eigentlich ganz cool. Also Leute, ich glaube aber, nein, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Wenn ich in der Nacht aufwache, dann sage ich euch Bescheid. Wenn nicht, dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Träum was Schönes. Bis morgen. Freunde, was geht ab? Good morning. Ich kann meine Augen nicht richtig öffnen. Es nervt übertrieben. Also ich habe nichts gemerkt in der Nacht. Aber jetzt ist alles Dings. Ich habe gar keinen Bock mehr, ne? Es sind tatsächlich nur so 3-2 Stunden und ich mache jetzt eh nichts mehr. Und bevor ich jetzt nicht mal Videos schneiden kann oder so, würde ich sagen, mache ich sie ab. Oh, das ist so nervig. Das ist so ekelhaft. Ich finde, ich habe es geslayed. Also ich hab's heißt es nicht auch Schlitten oder so? Anders, ne? Ich wollte euch einmal schon ein paar Weihnachtsgeschenke... Ey, sorry, tut mir leid, ich wirklich kann nicht sehen. Ein paar Weihnachtsgeschenke für euch zeigen. Ich hoffe, ihr habt auch wieder die Buchstaben in diesem Video gefunden. Denn wenn ihr am Ende das Wort raus habt, dann könnt ihr das ja an eine E-Mail schicken, die ihr am 24. dann mitbekommt. Oh Gott, ich freue mich so, das jetzt abzumachen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen kommt ein richtig nice Video, denn ich bin nicht alleine, ich bin mit Lea. Und wir machen eine crazy Keksback-Challenge, wirklich geil geworden. Deswegen schaltet morgen natürlich auch wieder um 15.30 Uhr ein. Und wir sehen uns. Stay slay.